What up, was geht, meine lieben Freunde? Ein neues Video am Start. Wir starten in einem, ich sag mal, ja, ist ein besonderer Ort für die meisten von uns. Hier auf jeden Fall aus der Autoszene. Wir kennen es, ich bin in Dortmund am Start und zwar bei keinem geringeren als bei JP. Wir haben nämlich gerade einen Burger abgefrühstückt und sind eigentlich auf der Durchreise. Ich bin mit Heiko, mit Mr. One Ton unterwegs. Wir haben eine Carbon-Motorhaube schon für einen 2er BMW geholt. Wir haben schon eine Heckstoßstange für sein Civic geholt. Aber eigentlich geht es darum, dass wir mein neues Projektauto abholen gehen. Peace. Und zwar machen wir das, oder hat mir da ein Kollege gut geholfen. Und zwar ist das der Press von Rollers Only. Oh, da hat man es schon gesehen hier im Winkel. Okay, Weitwinkel, ich muss ein bisschen aufpassen. Wir stellen auf jeden Fall ihn auch noch in einem extra Video vor mit seinen Karren, mit seinem ganzen Kram, was ihn ausmacht und wofür er steht. Aber jetzt sind wir auf jeden Fall hier und er ist mit seinem 64er Impala angekommen. Natürlich, wie sich das gehört, auf Luft. Ja. Und dann, ey, das Lustige ist, dann gehen wir Burger essen einfach. Dann ist natürlich, treffen wir den Alex noch. Wink mal kurz in die Kamera. Bam! Alex auch noch da, den Lackierer-Stilbruch. Wisst ihr ja auch Bescheid. Wo ist denn der Press? Ist hier, okay, ich dachte es wäre Heiko. Press, wink auch noch mal kurz. Was geht ab? Jo, also, das ist hier gerade so die Crowd. Die sind jetzt hier sich am Connecten. Die haben sich auch noch nicht gekannt. Heiko kennt ihr ja. Mr. Rote Brille, rotes Moped. Genau, so, also wie gesagt, das ist nur mal ganz kurz, weil ich wollte euch nur mal anteasern, dass dieser geile Bomber hier jetzt auf jeden Fall mal abgelegt steht. Den möchte ich nämlich noch ganz kurz einblenden, wenn das Ding nämlich gleich auf dem Weg zu seiner Halle in Hamm, wenn wir uns dorthin bewegen. Ey, mal ganz kurz, jetzt sind wir hier bei JP drin und ja, Musik ist gerade noch an, fällt mir ein. Ich bin in knapp 2,5 Wochen wieder hier und drehe noch ein Musikvideo. Und vielleicht schnappe ich mir da die Kamera, bin da ein bisschen länger unterwegs. Und vielleicht filme ich hier drin mal noch ein bisschen was. Was halten ihr da? Was sagt ihr dazu? Vielleicht können wir ja da irgendwie auch mal eine Runde drehen, mal gucken oder so. Würde ich auf jeden Fall mal vorher anfragen, ob das vielleicht machbar ist. Aber jetzt, wie gesagt, geht es erstmal um das neue Projekt. Also es dreht sich auf jeden Fall um ein Ami. So ein krankes Ding ist es nicht, aber wir tasten uns ran. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich. So, jetzt geht's hier mal spontan weiter. Ich springe hier auf, wenn ich mich hinsetze. Okay, jetzt geht's weiter zum eigentlichen Hauptprojekt hier. Das sind die kleinen Homies. Wie alt sind die denn? Sechs Wochen, ja. Da läuft noch eine rum und es gibt noch ein Baby. Es sind tatsächlich zwei, sind noch zu vermitteln tatsächlich. Also es gibt hier eine Hallenkatze, die kam einfach hier irgendwann mal angelaufen und dann haben die Jungs und Mädels sich hier drum gekümmert und irgendwann hat das kleine Luder Nachwuchs mitgebracht, so ungefähr. Deswegen sind hier jetzt kleine Katzenbabys auf jeden Fall am Start. Also, wir sind jetzt tatsächlich bei dem Kutzal und also Kutzal ist Press, ne? Das ist eines sein richtiger Name und Press ist so sein Spitzname. Wir machen noch ein separates Video. Es geht aber heute jetzt um die Abholung und zwar von meinem Wagen. Mein allererstes US-Auto und hier sprechen wir von einem bisschen vergammelten, aber trotzdem geilen, ein Cadillac Seville als Modell. Ja, das Modell wird als STS bezeichnet. Hier steht das gute Stück, komplett voller Vogelkacke und voller, ja, der hat ein bisschen länger draußen gestanden, 2 Monate jetzt tatsächlich. Er hat auch ein paar Blessuren, lag hier. Es ist alles nicht mehr so wirklich krass frisch, aber deswegen war es wirklich ein Einstiegsauto zum Schnäppchenpreis. Der läuft, er hat ein, zwei kleinere Probleme, im Prinzip eigentlich nur, also er hat keinen TÜV mehr, hat ein paar kleine Roststellen, das möchte ich mal noch kurz zeigen. Ich glaube, wir fahren den erstmal raus. Batterie ist auch platt, habe ich aber schon eine neue bestellt. Ich wollte den eigentlich auf Achse nach Hause fahren. Ey, Press, sollen wir den mal rausfahren? Vielleicht hier oder nur mal hier in die Mitte? Dann sieht man ein bisschen mehr. Wir gucken mal. Also mit dem Ding müsst ihr auf jeden Fall anspringen hier. Also ich habe hier extra so ein Akku-Pack. Guck mal, das ist schon krass. Das ist einfach Chromfelgen von Cadillac Serienwagen.
Auf jeden Fall geil. Was ist denn das hier für eine Größe? 16 Zoll. Ich glaube, kleiner darf es auch gar geht auch nicht bei dem Ding. Das sind so ganz komische amerikanische Batterien. Da sind die Pole auch irgendwie falsch rum und ach, keine Ahnung, Alter. Also auf jeden Fall ein bisschen crazy. Jetzt müsste ich mal gucken, hiermit müsste es eigentlich... Ja, suchen passt natürlich wieder nicht. Das ist hier wieder ein Struggle. Ich muss das hier kurz weglegen. Probier mal kurz an. Ja, komm, ich hole Auto. Ja, dann müssen wir echt so machen. Krass, ich bin extra geladen. Fängt schon mal gut an. Mach nochmal. Da blubbert doch der V8. So ist das schon besser. Hey, der Klang ist aber schon ganz nice. Das ist die originale Außenanlage. Hey, geil, Mann. 4,6 Liter V8, 305 PS. Der Wagen ist aus dem Jahre 2003. Also ist kein Oldschool-Ding, absolut nicht. Aber für die, ja, das Baujahr hat der schon eine krasse Ausstattung. Da gehen wir aber gleich drauf ein. Dann checken wir mal die Mängel, die Stars. Vielleicht wasche ich das Ding sogar noch schnell. Muss ich mal gucken. Auf jeden Fall krass. Hier gab es sogar ein bisschen Rost inklusive bei der Ausstattung. Aber auf jeden Fall ist das jetzt schon mal nice. Ja, neue Batterien bestellt. Dann bin ich echt mal gespannt. Vielleicht ist das ja... Auf jeden Fall schon mal eine Besserung. Wie gesagt, auch ein Fehler hat der Wagen, aber da gucke ich gleich mal. Zeigen wir gleich mal, wenn das Ding draußen steht. Ist da noch ein bisschen was im Tank? Also, oder? Krass, ich finde, es sieht innen drin auch irgendwie relativ modern aus, dafür, dass es so alt ist. Press ist auch ein bisschen begeistert. Er sagt, das Ding ist fresh. Er ist ein bisschen begeistert. Er sagt, ey, wenn du den nicht nimmst, gib mir mal Bescheid. Weil vielleicht wäre der was für mich als Alltagsauto so. Ey, der Klang ist wirklich cool. Ja, so halb, halb oder so. Oder stell ihn mal so, dass ich ihn auch vielleicht sogar waschen könnte. Das hieß noch Flowmaster N-Töpfe. Die waren auch mit dabei. Aber ich könnte mir schon fast vorstellen, dass das hier so ausreichend ist, ey. Chromfelgen fühle ich irgendwie schon. Zwar riesen Ballonreifen. Vielleicht habe ich ja schon andere Räder gekauft. Man weiß es nicht. Okay, komm, lass mal hier checken. Jawohl, Juri, schönes ja. T-Shirt an. Jawohl, der hat schon das richtige Shirt am Start. Aber Größe ist gut, ne? Doch, doch, passt, passt. Perfekt. So, also das hier sieht echt nicht so frisch aus. Aber ich glaube, mit bisschen Waschen und so ist dem Ganzen schon mal ein bisschen entgegengewirkt auf jeden Fall. Parksensoren haben wir hinten. Elektrischer Kofferraum hat das Ding sogar. Also haben die, das habe ich mal so bei YouTube mal ein bisschen mich schlau gemacht. So, was ich jetzt hier so als Mängel tatsächlich mal gesehen habe, und zwar war auch so inseriert, wir haben hier echt ein bisschen Gammel. Da muss man mal gucken, wenn man das hier mal alles wegmachen kann und ob man da ein Blech draufsetzen muss oder ob man das einfach so ein bisschen schöner machen kann. Ansonsten, ja, wir haben überall mal so ein paar Dellen verteilt. Wie gesagt, der Wagen braucht eigentlich ein bisschen Liebe. Aber guck mal hier, hier siehst du einen Unterschied. Hier hat man einmal drüber gewischt. Das ist ja vom Braun auf Silber nochmal gekommen. Ansonsten haben wir, wie gesagt, vorne an der Stoßstange ein paar Schleifspuren, ein bisschen was. Ja, hier mal ein bisschen Lack abgegangen. Also rundum, ich sag jetzt einfach mal, ja, ein paar Kampfspuren. Ansonsten haben wir, ja, am Spiegel sehe ich auch noch ein bisschen was. Tür, die war auch nicht mehr ganz so motiviert. Und hier hinten gleiche Stelle wie auf der anderen Seite, aber nicht ganz so viel. Aber ich glaube, durch ist da nichts. Das ist nur ein bisschen, das blüht. Ja, Parksensoren. Ansonsten hat das Teil schon, was haben wir da? Du hast gesagt Sitzheizung, ne? Haben wir vorne und hinten. Sitzheizung vorne, hinten. Und du hast sogar noch Sitzkühlung als Fahrer. Fahrer, Sitzkühlung finde ich auf jeden Fall schon mal sehr gut. Hatte ich auch noch nie, aber ich weiß auch nicht, ob sie funktioniert oder nicht. Keine Ahnung. Bose Soundsystem komplett mit Subwoofer und so, das gab es auch damals schon in der Serie. Ich weiß nicht, ob es Serie war oder ob Zusatzausstattung. Automatik, ganz klar beim Ami. Tempomat, Lichtsensor, Regensensor.
Lenksäule, alles elektrisch, kommt dir ja schon entgegen, wenn du den startest. Es gibt sogar einen Knopf, Exit, habe ich nämlich gesehen, und dann fährt das Lenkrad nach vorne, der Sitz zurück, die Rückenlehne zurück. Da kannst du noch ein paar Cheeseburger gönnen und ich dann kommst du auch hier. Es gibt ja drüben ein paar Homies, die ein bisschen mehr Cheeseburger verfahren. Für die ist das schon ganz gut. Geil, ey. Das ist halt einfach damals die Luxusklasse gewesen, ne, Cadillac. So, ja, ja, das auf jeden Fall, ne. Also war schon, wie BMW, Mercedes, also echt ein bisschen was Hochwertigeres. Sitzheizung haben wir sogar auf der Rücksitzbank. Ich würde sagen, wir gucken einfach mal kurz rein. Rücksitzbank, die ist noch ausgebaut, ja, weil die Batterie halt hier hinten ist. Press wollte eigentlich eine Batterie tauschen, dann hat er aber gesehen, dass wir hier, ich habe noch nie drin gesessen. Oh, da fällt schon das Kleingeld raus. Aber Alter, es ist halt richtig bequem einfach. Halt so Ami, komplett wie ein Sessel. Guck mal, ihr könnt das schon sehen. Das sieht man einfach schon, dass das Ding bequem ist. Ja, Lenkrad kannst du hier schön vor- und zurückfahren, alles elektrisch. Krass. Crazy. Ja, Sprachsteuerung. Das Coole, Anne, das hat doch, hier kannst du sogar die Klimaanlage, die Temperatur kannst du dir sogar regeln. Das ist halt krass, dass du es einfach am Lenkrad steuern kannst. Ansonsten hast du halt Tempomat hier, dann hast du hier nochmal Lautstärkeregelung, sowas ist ja alles normal. Den Lichtsensor kannst du hier einstellen, wie empfindlich, also dass der Arm selber Licht anmacht, wenn es dunkel wird. Krass. Dann, was haben wir hier noch? Irgendwo habe ich hier ein Dings gesehen. Da, Display Mode, das ist krass. Oben hast du jetzt das ganze Tacho aus. Jetzt hast du nur oben digital deine Ganganzeige und deine Geschwindigkeit. Dann kannst du, jetzt ist oben das Digitale aus. Jetzt hast du nur praktisch die analoge Tachoanzeige und dann Federung warten. Das ist halt krass. 190 gelaufen. Hier ist alles an, weil wir haben an dem Fahrwerk, das ist vorne tatsächlich, ist das Fahrwerk so. Vorne ist es ein Static-Fahrwerk, einfach normal mit Stoßdämpfer und einer Feder. Und hinten ist es ein Stoßdämpfer mit einem Luftbalken. Na, hinten ist Luft, meine ich. Hinten hat der Luft und irgendein, also wie so eine Höhenregulierung, so ein Niveausensor. Und der ist, irgendein Sensor hat eine Macke da, ist kaputt. Und deswegen ist das Auto begrenzt auf Kraftstoffanzeige prüfen. Ey, das ist geil. Er schreibt aber alles an, ne? Tankkappe prüfen. Ja. Soll ich dir ehrlich was sagen? Ich bin froh, dass er alles anzeigt. Die Lampen sind auch alle an, weil dann ist das, denke ich, eine sehr große Indiz dafür, dass das ein elektronisches Problem ist, was, glaube ich, wegen der Batterie ist. Das kann sein. Ja, das wollte ich sagen. Ich hatte schon mal so den Fall, da haben die einen 63er Impala X aus Hamburg hier hingeschickt zu mir, weil da ein paar Sachen gemacht werden mussten. Weil das ihn halt schlecht ansprang, habe ich zu dem Kunden gesagt, ey, erstmal neue Batterie. Und siehe da, nachdem die neue Batterie eingebaut war, hatte er auch keine Probleme. Das wäre halt Endgegner. Also ich glaube also tatsächlich... Auch, das ist wirklich ein Indiz, dass ein elektrisches Bauteil defekt ist oder ein Fehler, dass er deswegen alle Fehler rausschmeißt. Kann ich mir nicht vorstellen, das Auto steht auch schon. Der steht schon über zweieinhalb Jahre. Ja. Tankkappe prüfen, das sind ja alles Sachen, Tankanzeige. Also der zeigt ja einen Kraftstoff an. Ich kann mir echt vorstellen, dass es damit was zu tun hat. Der hatte auch gesagt, der hatte das mit dem Fahrwerk, das hat er nicht permanent angezeigt. Das ist auch ein, zweimal schon ausgegangen. Ja. Vielleicht, wenn die ein bisschen gefahren sind, die Batterie mal noch ein bisschen Spannung bekommen hat. Neue Batterie, da einen Fehler löschen lassen, alle und dann einfach gucken. Mein Nachbar ist Gott sei Dank so ein bisschen der Ami, also der hat mehrere Stretch-Limos und so und ist ein bisschen im Ami-Film drin. Der hat natürlich auch einen Tester für Cadillac, habe ich alles schon gequatscht. Und hat er gesagt, ja, kommst du vorbei. Cadillac ist ja sehr ähnlich, der müsste das dann können. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut. Ja, und ich kann hier displaymäßig echt ein bisschen rumspielen. Das ist schon krass. Guck mal, du kannst einfach ausschalten. Ja, Jürgen sagte gerade, guck mal hier oben, du hast sowas wie ein Head-Up-Display. Also das, was du hier umschaltest, ich glaube, wird von da oben runter echt geblendet. Ja, ja, guck mal von unten da rein. Das. Ach ja, krass, ne? Geil, ja, das ist so. Deswegen, weil es hier auch so schräg angezeigt. Ja. Aber, boah, Digga, der Klang ist geil und das ist original. Ich will gar nicht wissen, wie diese Flowmaster-Töpfe da sich anhören. Flowmaster sind mal gut. Boah, ey, da ist bestimmt irgendwo ein Loch drin oder irgendwas leer. Er sagt ja, die Mitteltöpfe sind nicht da. Sind gar nicht da? Also, es ist wohl so drin. Wir machen ein ganz lautes Piepen hier drin. Krass. Da sagst du nur irgendwas mit Mitteltöpfe. Ja, aber ich finde das so okay. Ja, ey, das wird
glaube ich, auch keinen jucken. Nee, ich glaube nicht. Man hört so ein bisschen was. Wenn die anhalten sollen und sehen, 4,6 Liter V8, sagen die, jo, gehört. Das ist ungefähr so. Ja, ja, glaube ich auch. Aber geil auf jeden Fall. Parksensoren, wie gesagt, hinten, vorne nicht. Das haben wir schon gesehen anhand der Schrammen an der Stoßstange. Sonst bisher macht er einen ganz guten Eindruck, muss ich sagen. Ja, stand jetzt über 2 Jahre das Auto, hat er gesagt, und sollte ein Projekt werden, sind es aber doch irgendwie nicht dazu gekommen richtig. Ich muss hier mal alles in Ruhe checken. Das ist auch geil. Ich sehe gerade, das hier ist schon nach oben belüftet, oder wir haben hier eine Belüftung in diesem Fach drin. Unten drunter ist ein, ja, das hier ist auch belüftet, ein 6-Fach-CD-Wechsler. Das finde ich auch auf jeden Fall vernünftig. Ja, geraucht hat in dem Ding auch keiner, das ist schon mal cool. Ich bin echt mal gespannt. Also ich glaube, ja, hier kann man es sehen, Bose. Ich glaube, das hier wird auf jeden Fall ein sehr, sehr geiler, krasser Cruiser, um vor allem mal im Sommer cool unterwegs zu sein, um vor allem ja in diese Ami-Szene mal reinzuschnuppern, beziehungsweise Fuß zu fassen. Ich sehe das, glaube ich, als sehr gutes Einstiegsauto. Digga, guck mal, die haben hier sogar einen Aschenbecher, oder was ist das? Digga. Noch nicht. Weißt du, warum der die Scheinwerfer so weit rausgezogen hat? Nee. Der hat abgelegt. Ah ja, stimmt. Krass, einfach außen noch ein Licht. Ja. Ich hoffe, dass die auch angehen, aber ich glaube schon, ne? Die Begrenzungsleuchten. Die müssen, weil es ja Seite ist, ja nicht vorne. Die dürfen funktionieren. Oder ich hoffe es, weil das gibt auch nochmal voll diesen Ami-Touch, diesen Ami-Look. Digga, was ist denn hier alles drauf, Alter? Der stand jetzt unter den Bäumen da bei dem, ne? Da siehst du auch bei Caddy, die haben schon, die hatten schon Haubendämpfer. Was ist denn das hier, Alter? Scheinwerferreinigung, krass. Ja, Xenon sowieso. Scheinwerferreinigungsanlage muss ja dann auch sein. Der Motor läuft aber echt krass ruhig. Super ruhig, ne? Mein Nachbar meinte, diese Motoren haben oft das Problem, dass sie sich selber auflösen, den Kopf rauben. Die korrodieren so, dass das Ding nachher nicht mehr so geil ist. Aber also entweder du hast einen Motor, der hält, oder du hast einen Motor, der komplett scheiße ist. Die läuft sehr ruhig, ohne Kleckern, ohne Geräusche. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich bin echt mal gespannt, weil, ja, neue Batterie, 136 Euro. Ich kann euch nicht sagen, was das Auto hier gekostet hat, weil dann gibt es Kopfschmerzen. Also es war echt ein guter Deal. Ich bin mal gespannt, Alter. Wenn wir da, ich sage, selbst wenn der schon mal geputzt ist, Scheinwerfer ein bisschen anschleifen, ein bisschen polieren, weil die sind so ein bisschen gelblich geworden, da kann man nur mal krass viel rausholen. Das macht von der Optik einiges. Dann gucke ich mal, ob man ein bisschen was spielen kann an den Höhenstandssensoren hinten. Da kann man ja easy was tricksen, ein bisschen die Koppelstangen, ein bisschen was verlängern. Und dann glaubt der Kollege auch, dass der zu hoch ist und dann nochmal ein bisschen tief. Und vorne mit den Federn, da gibt es bestimmt noch ein, zwei andere Dinger, die, keine Ahnung, wo man irgendwie was für, vielleicht gibt es da Federn, die ein bisschen kürzer sind, dass der ein bisschen tiefer liegt. Ich könnte mir das schon gut vorstellen. Chrom würde ich bei dem Wagen definitiv sehen. Ich kann mir auch vorstellen, vielleicht 20 Zoll, vielleicht was mit Tiefbett oder so. Mal abwarten, was der Pascal hier noch so im Petto hat. Ich würde sagen, ich treibe da jetzt mal ein bisschen was drüber mit bisschen Wasser und einem Schwamm. Bisschen sexy Carwash, und dann würde ich sagen, gucken wir noch einmal drüber, ob wir noch irgendwas Neues finden, was nicht so pralle ist. Aber ich denke mal, das ist schon mal soweit ganz gut. Und wenn wir das gemacht haben, dann gibt es noch ein ganz kleines, ja, ich fahre noch eine Runde hier mal um Block oder so, keine Ahnung. Rote Kennzeichen habe ich mit dabei. Und danach sind wir dann auch schon durch. Und dann gibt es nochmal, dann planen wir natürlich weiter, drehen weiter. Und dann gibt es hier mal noch eine kleine Vorstellung von dem Press, von seiner Halle, beziehungsweise noch von seinen Autos, die er rumstehen hat. Und hier gibt es auf jeden Fall auch ein paar Schätze. Also bis gleich. Jetzt wollte ich eigentlich den Cadillac kurz waschen. Jetzt kommt hier ein Hallennachbar raus mit dem 1er Pirelli Golf mit, ja, einem ganz normalen Motor, würde ich sagen. Ansauggeräusch ist auf jeden Fall geil, auch vom Ansprechverhalten, wie krass schnell. Mit dem BBS, die 15 Zoll. Ja, die liegen hier, ja, genau, das sind die originalen Pirellis. Hier haben wir noch. Voll geil. Ja, hat auch schon ein paar Pokale hier auf jeden Fall gesammelt. Sehr geil, aber auch der Lack, Alter, wie krass der ist. Ne? Also das sieht man vielleicht hier auf der Kamera nicht, aber extrem gut der Lack, also richtig gut. Auch nicht mehr original, aber es sieht auf jeden Fall richtig, richtig nice aus. Der ist schon
So, ich habe mal kurz rote Kennzeichen draufgeschnallt. Temperatur hält ja eigentlich ganz gut. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Also sind wir eigentlich so im normalen Bereich in der Mitte. Ich gebe mal kurz die Kamera an Press und jetzt würde ich sagen, fahren wir einmal kurz die Straße. Einmal hier hoch und runter. Hat das Ding eigentlich eine Handbremse? Am Fuß, so wie bei Mercedes. Ja, rollen ist auf jeden Fall mal entspannt. Der Verkäufer meinte auch irgendwie, also das Ding läuft tadellos, ohne Probleme. Ist halt nur dieser Elektrikfehler von dem Fahrwerk, aber er zeigt ja noch zwei, drei andere Dinge an. Ich könnte mir echt fast vorstellen, dass das hier nach rechts geht. Ja, rechts, links immer dem Straßenverlauf. Ja, könnte ich mir vorstellen, dass es wirklich was mit der Batterie hier auf sich hat. Ja, weil er zeigt ja auch sämtliche Fehler an. Aber so vom Cruisen her, vom Cruise-Faktor, ist das auf jeden Fall lässig, Alter, ja. Hupe ist aber ganz normal, ne? Ah, okay, die geht. Dieser Scheinwerfer empfohlen. Ja, er zeigt so viel an, also ich glaube tatsächlich, da ist Kraftstoff und Zeigepumpe. Ja, ich bin mal gespannt, Alter. Das wäre natürlich echt brutal. Überleg mal, wenn ich dem Vorbesitzer sage, ey, neue Batterie, und hat alle schon Fehler krass weg. Viel. Aber so vom Motorlauf, vom Getriebe schalten. Super weich. Also das Fahrwerk macht ja auch, da federt ja alles. Ja. Vor allem super smooth. Also du hast ja nicht, dass irgendwas knarzt oder klappert oder hart ist oder so. Du würdest ja merken, wenn ein Dämpfer hart ist und der andere weich, das würdest du ja merken. Ja. Oder wenn er schief hängen würde, das ist ja auch nicht so. Das geht aber. Mal King Down. So, wenn du ein bisschen unter Last bist, merkst du schon, dass das so geil ist. ja, so ein richtiges Schiffsfahrwerk ist ja so richtig, das ist krass. Ja, aber schaltet, Kickdown geht, schaltet gut, ja, weich, knallt nicht. Funktioniert echt alles, also auch kein Rucken so in der Schaltung. Das ist wirklich, wirklich krass. So Cruise musst du einmal so machen, ne? Dann ist der an hier. Und ja, dann, wenn es überhaupt geht bei den ganzen Elektrikkratzen. Mega, sowas von geht das, Alter. Na klar, auf ganz entspannt. Dein Ami muss, wenn nichts geht, Hauptsache Tempomat. Hauptsache du hast Komfort, das ist die Hauptsache. Geil, perfekt. Jetzt fahre ich den hinter den Anhänger, dann können die Jungs da, oder dann kann Heiko das Ding vielleicht schon mal auf den Trailer packen. Und wir checken jetzt mal noch deine Autos ab. Genau, also wir haben eine Probefahrt, wir haben die überlebt, das Auto hat alles überlebt. Also es war auf jeden Fall schon mal, würde ich sagen, ein Erfolg. Updates, würde ich sagen, machen wir einfach, wenn wir mal eine neue Batterie eingebaut haben und dann mal gucken, was dann Phase ist. Ja, ich würde sagen, das hier war jetzt mal so das Abholungsvideo von meinem Cadillac Seville. Genau, Press war auch mit am Start, wir haben Alex noch gesehen, also es war auf jeden Fall ein bisschen was los. Wenn euch das gefallen hat, ihr wisst Bescheid, einfach Kanal abonnieren, gefällt mir drücken, gebt einfach alles hier, was ihr wollt. Auf jeden Fall würde es uns freuen, würde es uns weiterhelfen und dann sehen wir uns nächste Woche wieder zum nächsten Video. Ich weiß nicht, was kommt, aber wir haben noch viel Content auf Lager. Bleibt stabil, wir sehen uns. I'm getting A first.